Die Frau, die hier gleich ins Auto steigt, macht vieles selbst und vieles richtig. Larry ist richtige Musikerin, richtige Sängerin und richtiges Model. Und eine richtig coole Type ist sie auch. Marie oder Maria? Nee, Marie. Und wo bist du? Ja, ist Marie. Ist das Marie? Ja. Schlampe, Drecksau, ich hoffe, es geht dir schlecht. Mir geht's heute sogar derbe gut, denn wir haben mit Larry eine Sängerin am Start, die mit ihrer Whiskey-Soul-Stimme gerade ein neues Album aufgenommen hat und uns gleich ein paar Songs daraus vorspielt. Wo? Das weiß sie selbst noch nicht. Wir fahren jetzt sozusagen ins Ungewisse. Das war aber auch die Idee. Ins Ungewisse, ja. Ey, hast du Kontaktlinsen jetzt gerade drin? Ja, okay. Immer. Naja, gerade auf Instagram hattest du noch eine Brille auf. Stimmt, ja. Wenn ich eine Brille auf habe, dann habe ich keine Kontaktlinsen drin. Ja, genau. Ne? Aber sonst eigentlich immer, weil ich bin echt ein fucking Blindfisch. So richtig? Da okay. Kind mit dem Pflaster auf dem Auge, das war ich. Ja, ich hatte mal überlegt, mir die Augen lasern zu lassen. Meine beste Freundin hat das gemacht. Und? Das war auch so eine Schielende. Ja. Ist eh so geil. Die hatte so eine richtig krass dreckige XXL-Brille, ja. Fette Zahnspange. Wow. Und alle haben sie immer so... Und jetzt ist halt die hotteste Bitch von geil. Allen. Und alle sind so, oh Mist, ich hab die falsche gemobbt. Ja. Und ich so, ja. Finde ich gut. Ich habe ja auch gehört, dass man, wenn man halt in der Schule schon weiß, dass man irgendwie besonders gut aussieht, dass man dann weniger Charakter entwickelt. Dann wird man so ein richtiges Arschloch. Ja, nee, aber einfach so ein, ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendwie wie viel das dann irgendwie so mit Moral zu tun hat, aber einfach, dass man weniger sich damit auseinandersetzt, seinen Charakter zu entwickeln, Interessen zu entwickeln. Haltung zu entwickeln. Und dass man das mehr macht, wenn man halt nicht so sich mit Äußerlichkeiten beschäftigt und dass man, wenn man halt in der Schule schon irgendwie dann besonders, als besonders hübsch angesehen wird, ja. Dass man dann länger braucht hinterher, um diesen Bogen wieder zu kriegen, um sich selbst zu entdecken sozusagen, wenn man das dann noch macht oder muss. Außer man wird Instagram-Model. Sorry, ich muss den Ton nennen. Schade. Ich frage mich, ob das nicht vielleicht, also ich denke jetzt gerade schon weiter, ob das nicht vielleicht auch tatsächlich was ist, was quasi heute immer noch gilt. Dass wenn man sich jetzt halt viel, auch jetzt gerade aktuell, egal ob in der Schulzeit oder nicht, mit Instagram und Co. oder mit seiner Selbstwirkung sozusagen beschäftigt, was ja auch Künstlerinnen oder Künstler viel machen müssen heutzutage, einfach viel weniger Kapazitäten und Zeit hat, sich total. Mit dem eigentlichen Scheiß zu beschäftigen. Ja, ja, voll. So. Weil man auch immer dann das Gefühl hat, man müsste dann, wenn man irgendwas macht, was irgendwie Instagram wirksam ist, man müsste das dann auch immer festhalten. Ja, sofort. Ne? Das ist halt irgendwie, ja, da muss man sich total verhüten. Ich musste auch immer krass aufpassen und echt bewusst einfach mein Telefon zu Hause lassen, irgendwie bei einer Bandprobe oder einfach irgendwie mein Shit machen. Ich merke auch, dass ich überhaupt nicht kreativ bin, wenn mein Telefon in der Nähe ist. Ja, oder wenn ich da irgendwie gucke oder irgendwelche Sachen mache oder so. Dann setze ich mich irgendwie mit mir selbst auseinander, aber auf eine ganz oberflächliche Art und Weise. Es klaut total viel Zeit, dieses so oberflächliche Bild irgendwie zusammen zu puzzeln und damit cool zu sein. Ja, oder eben auch genau, was du vorher gemeint hast, halt, dass man irgendwie permanent im Jetzt denkt, oh, das könnte ich noch und da könnte ich noch eine Story draus machen, hier könnte ich noch ein Foto machen und halt irgendwie nur bedingt mitkriegt, was gerade so los ist. Ja, ja, total, man ist halt nie so richtig, richtig da. Larry weiß nicht, welche Bühne sie erwartet. Und doch hat sie das Thema der Bühne unbewusst auf den Punkt gebracht. Richtig, richtig im Moment sein. Raus aus der Schnelllebigkeit. Wenn man nicht 1000 Momente teilen, nicht 1000 Selfies machen kann, welches eine Bild von einem soll bleiben? Welchen einen Augenblick hält man für immer fest? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die größte analoge Großformatkamera der Welt. Um sich von ihr fotografieren zu lassen, betritt man eine kleine Kammer. Dort sieht man sich selbst, in einem Spiegel, der nicht spiegelverkehrt ist. Das ist ein irritierender und gleichzeitig auf seltsame Weise versöhnlicher und freundschaftlicher Moment. Man steht sich selbst gegenüber und sieht sich aber durch die Augen der anderen. Man begegnet sich quasi selbst und hält dieses Treffen fest. Schonungslos und ohne Kompromiss, denn man hat nur einen Fotoversuch. Mit einem technisch einzigartigen Objektiv wird das Foto ohne Negativ direkt auf Fotopapier belichtet. So, das bin ich, das bin ich. Boah, ist das weird. Alter. Das ist so weird, ne? Vielleicht ein bisschen hoch, nur ganz mit jemandem. Genau. Welches Selbstbild hier schwarz-weiß und lebensgroß festgehalten wird, entscheidet man selbst. Denn das Foto wird durch einen Selbstauslöser ausgelöst. Man drückt, lässt den Auslöser fallen und 2 Sekunden später wird man für immer auf einem eindringlich erhabenen Fotogemälde festgehalten.
Die Kamera und der Prozess ist eh schon geil. Noch geiler ist er aber, wenn man sich wie Larry für analoge Fotografie interessiert. Wo sind wir denn hier? Bin ich hier in irgendeiner Box? Gott, die Spannung ist unerträglich. Oh, ich bin auch so ungeduldig. Aber jetzt Vorsicht. Ja, yeah, alles gut. So, ich gebe dir jetzt etwas in die Hand. Mhm. Und du musst ganz vorsichtig und zärtlich sein. Damit. Wenn du es berührst, dann geht's los. Wow! Vielleicht fiel's mir nicht so schwer, mich auf dich einzustimmen. Wenn ich deine Gitarre wär, dann wär nie mein Ton verkehrt und jeder Krach wär's wert. Wenn ich deine Gitarre wär, wärst du in all meine Seiten verliebt, auch wenn es mehr als nur fünf davon gibt. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich deine Gitarre wär, dann wär ich jetzt von innen leer und mein Herz wäre nicht so schwer. Wären wir im gleichen Takt, egal wer grad Unrecht hat. Wenn ich deine Gitarre wär, dann wär ich jetzt in deinem Arm und könnt mir den Song hier sparen. Wenn ich deine Gitarre wär, würdest du all meine Macken verstehen und aufhören an meiner Stimmung zu drehen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich deine Gitarre wär, dann wär ich jetzt von innen leer und mein Herz wäre nicht so schwer. Wenn ich, wenn ich, wenn ich deine Gitarre will, dann wär ich jetzt von innen leer, baby. Und mein Herz wäre nicht so schwer. Dann würde ich klingen, wie du's hören willst, völlig ohne Ironie. Und Verlierer und Verletzte gibt's in unseren Liedern nie. Dann wären wir all meine Kurven, all meine Kanten dir vertraut. Und ich würde mich nicht ständig fragen, ob ich aus dem Holz bin, das du brauchst. Oh, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich deine Gitarre will. Oh my God.
Ich sehe aus, als hätte ich gerade einen Geist gesehen. Überraschung. Überragend, I love it. Geile Überraschung, Leute, seht ihr ja in meinem Gesicht, ne? Love it. Ey, das ist super echt. Aber geil. Was ist das? Der Blick, was ist so... Aber es ist so schön, weil so würde man sich selber niemals fotografieren. Ja, das ist auch mit einem Grund. Träumen aufgewacht. Kinder schreien, da ist irgendwer, der lacht. Ein neuer Tag in Berlin, Columbia Damm. Mit tausend Fremden in einem neuen kalten Land. Es ist Winter, wir sehen mehr Schatten als Licht. Was aus mir wird, ich weiß es jetzt noch nicht. Kann nicht zurück und so wie's aussieht, nicht nach vorn. Bis auf meinen Namen hab ich, was ich war, verloren. Und ich wollte doch noch niemals eine Hell. Sein. Und ich war zu Abenteuern eigentlich noch nicht bereit. Eigentlich noch nicht bereit. Die Uhren stehen, seit wir nirgendwo hingehen. Mein Kopf malt Farben an die Wände, die ich sehe. Will mich erinnern und vergessen ist nicht leicht. Vermiss mein Zimmer und hör, wie mein Vater weint. Ich war zu Abenteuern nie bereit. Wollte nie eine von den Helden sein. Ein Prinz oder ein Schloss wollte ich nicht. Aber ich frag mich, gibt's Happy Endings auch für mich? Und ich wollte doch noch niemals eine Heldin sein. Und ich war zu Abenteuer eigentlich noch nicht bereit. Eigentlich noch nicht bereit. Voll schön. Ist einer meiner Lieblings. Wirklich, ist einer meiner Lieblings. Ja, ich mag den auch sehr, der geht mir sehr nah. Ja, ja. What song now? Sand? Ja. So gut. Ich sag's dir, wir werden dir noch richtig viel spielen, den Song. You better get used to it now, girl. You don't like it? Das ist so eine Hassliebe mit dem Song. Ja, weil? Keine Ahnung, weil er halt ist, wie er ist. Aber man kann sich halt einfach nicht so, es macht halt einfach auch Bock, den zu spielen. Früher war Schlager geil. So die alten deutschen Schlager, das war richtig nice. So, vor, dass du dich diesen ganz schlimmen
Pop-Produktions Wolf gedreht wurde, war das eigentlich ganz geiler Shit. So. Ja. Ich bin auch ein harter Schlager-Fan. So. Ja. Marianne Rosenberg und so ist mein Shit. So. Ja. Ich finde, es gibt modernen, neuen Schlager. Zum Beispiel war auch schon bei uns zu Gast Tristan Brusch. Ich wollte gerade sagen, Tristan. Tristan Brusch macht für mich modernen, guten Schlager. Ich liebe Tristan. Sein Album ist so gut. Ja, genau. Sein Album ist so wahnsinnig gut. Und das ist, finde ich, schon schlageresk. Ja, voll. Aber ja, ein geiler Schlager. Genau. Ja, ja. Und das Chanson. Das ist der Chanson. Und das ist jetzt aber schon eher Jahrmarktschlager. Ja, ist irgendeine Art von Schlager ist es, aber es, ich fühl's hart, ey. Mir ist aufgefallen live einfach, wenn man das vorher sagt, ich habe das immer so angekündigt, das geht sofort im Kopf in die falsche Richtung. Und dann hat der Song irgendwie keine Chance. Wenn ich nichts dazu sage und den Song einfach spiele, sind alle so, hey, we love it. Okay, wir hören jetzt nicht modernen Schlager, Leute. Ihr dürft nicht an Schlager denken. Sollen wir ihn spielen? Ja, sehr gerne. Der nächste Song heißt Sand. Halt die Welt für mich an, 100 Leben lang. Dir rennt mein Herz durch die Finger, aber es ist egal weshalb. Denn jetzt ist für immer, so wie die Schrift auf deinem Hals. Ich will mich mit dir verlaufen, laufen, laufen, Junge. Lass uns einander verbrauchen, brauchen, brauchen. Schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau überm Strand. Halt die Welt für mich an, 100 Leben lang. Schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau überm Strand. Seele voller Chaos, ein wilder Traum und nicht viel mehr. Denn jede Stunde mit dir tut so, als wenn heute Nacht unendlich wär. Ich will mich mit dir verlaufen, laufen, laufen, Junge. Lass uns einander verbrauchen, rauchen, rauchen, Baby. Schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau überm Strand. Halt die Welt für mich an, 100 Leben lang. Schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau überm Strand. Halt die Welt für mich an, 100 Leben lang. Motrip! Spür deine Leidenschaft, nur diese eine Nacht. Die Liebe des Lebens vergebens gesucht und werde alleine wach. Hab es mir leicht gemacht, mir nie was dabei gedacht. Gib keinem anderen die Schuld, doch man hat es mir nie anders beigebracht. Bitterer Beigeschmack, wir lange merken, je länger wird schön. Desto schwieriger wird es, sich wieder zu lösen, wir kennen den Film. Wir kennen das Ende, doch wollen nicht wegschalten. Mit jeder Welle verschwindet ein Teil von uns, auch wenn wir beide dran festhalten. Und die Sonne geht vor uns in die Knie. Und die Luft schmeckt nach Poesie. Ich schlaf ein in deinem letzten Hemd, weil man sich morgen nicht mehr kennt. Schreib es mir in den Sand, sing es in das Blau überm Strand. Halt die Welt für mich an, 100 Leben lang. Ich dich morgen nicht mehr kenn, weil du mich morgen nicht mehr kennst, weil man sich morgen nicht mehr kennt. Yes! Geil! Crazy. Yeah. So this is awesome. This is fucking awesome. I love it. Yeah. Yeah.
We look like a boy band with girls. Es ist super ernst, ne? Eigentlich wollten wir noch was Witziges machen. Ja, aber es ist geil. Ich find's ganz cool. Oh, shit. So geil. You can take it with you. Oh, wow. Sick, really? Yeah. Ich find's echt geil. Wahnsinn. Da stehen wir eben noch da und sprechen über ein inszeniertes Foto, einen gestellten, hindrapierten Moment. Einen Menschen-Tetris-Puzzle auf 62 mal 200 Zentimeter. Darüber, wie man sich eigentlich zeigen wollte und wie man dann wirkt. Und während wir gerade eine kleine Pause machen wollen, die Kameras liefen gar nicht mehr alle, die Band unterhielt sich, die Crew auch, da entstand wie nebenbei aus dem Moment heraus ein Lied. Und das war alles andere als hindrapiert. Der ist immer noch so schön, der Song. Wahnsinn. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Es gibt eine, die zu dir hält. Dam, 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 dam. Mama, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Mama, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Yeah. Dum, dum. Yeah. Dum, dum. Kann ich einmal nicht bei dir sein? Dum, di, dum, dum, da, dum, da, dum. Denk doch an, du bist nicht allein. Di, dum, di, dum, da, dum. Mama, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Mama, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Yeah, dum, dum. Dum, dum. Aber geil, zu sagen, jetzt ist meine Zeit, ist doch voll, also ist ja geil. Ja, voll, ist gut. Ich fühle mich gerade am richtigen Ort und ich glaube, ich habe alles sogar zusammengesammelt an Dingen, die ich gerade brauche. Geil, voll geil, fast Glück. Also, ja. Das ist unfassbar viel wert, glaube ich. Ja, vor allem hält das halt auch nie lange, ne? Je mehr, nee, länger man das macht, desto mehr stellt man fest, okay, es gibt noch so viele Dinge, die ich nicht kann und die ich nicht weiß und die andere Leute viel besser können. Ich muss hier an mir arbeiten und da an mir arbeiten und ich muss eine bessere Sängerin werden und ich muss viel besser Klavier spielen und ich muss krassere Songwriterin und ich muss auf 4 Sprachen schreiben, 15 Bücher lesen. So immer. Ja. Aber gerade jetzt, in diesem Moment, bin ich sehr bei mir. Ja, geil. Voll viel wert. Voll. Glaube ich echt. Ja, total. Muss man auch festhalten. Ja, total. So für schlechte Zeiten. Total. Ich überlege gerade noch, wie ich mich hier drapiere. Guckt man sich, das muss so special sein. Da können die Haare ja niemals richtig liegen. Es geht nur ums Glänzen. Mond. Yeah, yeah.
das alles zurück. Das Licht ist verbaut, unser Herz ist noch kaum zu sehen. In der Rinde vom Baum. Ich häng im Club fest und es ist 7 nach 10. Check, ob das Internet geht. Ich sehe, wie der Bus seine Menschen ausspuckt und weiß, dass ich hier raus muss. Ich zieh auf den Mond, weil da niemand wohnt. Meine Sachen holen. Ich zieh auf den Mond, weil da niemand wohnt. Und die Erde scheint blau, die Sonne scheint rot. Vielleicht komm ich später meine Sachen holen. Ich packe meinen Koffer und nehme nichts mit. Das gute Geschirr bleibt zurück. Was meine Ohren blende, ist mein Augen zu laut. Um weiße Tausend sind grau. Ich sitz mit Sonnenbrille in der Linie 10. Sag meiner Stadt auf Wiedersehen. Die Nacht ist alt und hässlich ohne all ihren Schmuck. Während ich nur aus mir rausguck. Ich zieh auf den Mond, weil da niemand wohnt. Meine Sachen holen. Ich zieh auf den Mond, weil da niemand wohnt. Und die Erde scheint blau, die Sonne scheint rot. Vielleicht komm ich später meine Sachen holen. Schön, dass ihr da wart. Danke. Danke das ist für die dich, Einladung. Damit dieser Ort nicht nur einmalig bleibt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Aber du hast dir wohl auch was zum Geburtstag gewünscht. Was ich hatte ja gerade Geburtstag. Genau, und du hast aber wohl nicht alles bekommen, was du dir gewünscht hast. Was? Das ist ja krass. Okay, das ist krass. Das ist krass. Boah, ey, okay, das ist krass. Diggi. Ja! Ja! Ihr seid alle so hart nicht mehr safe vor mir jetzt. Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Übertrieben. Wie geil. Vielen Dank für die Einladung. Das sehr, war nice. Sehr, sehr gerne. Das freut nice. Mich sehr. Danke.